Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wetterbericht zum Mexiko-Wochenende. Wie bei jedem Grand Prix werde ich, der Quasi-Meteorologe, euch informieren, wie das Wetter zum Mexiko-Grand Prix wird. Am morgigen Donnerstag wird es mit 24 Grad Celsius zwar warm, aber leider gibt es auch eine 60%ige Regenwahrscheinlichkeit. Am Freitag soll es nur minimal kühler werden, im ersten freien Training liegt die Regenwahrscheinlichkeit zwar nur noch bei 20%, im zweiten freien Training dann aber auch schon wieder bei 80%. Am Samstag wird es zum Qualifying nur noch 19 Grad Celsius warm und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei mindestens 40%. Am Rennsonntag soll das Regenrisiko nur noch 10% betragen, außerdem leichte Bewölkung und etwas wärmer als der Samstag. Piloten fordern Rückfahrkameras. Die Fahrer haben im Briefing in Austin über die Abschaffung der Rückspiegel und die Einführung von nach hinten gerichteten Kameras diskutiert. Aufgrund des Manövers Leclerc gegen Magnussen in Japan kam diese Idee zustande. In der WEC ist diese Idee bereits umgesetzt worden und auch Straßenfahrzeuge haben diese mit eingebaut. Anhand eines kleinen Bildschirms kann man hinten sehen, was dort passiert. Einige Fahrer wie Sainz oder Bottas befürworten diese Technologie. Ab 2019 wird sowohl die Spiegelposition als auch die Heckflügelposition verändert, was zu einer besseren Sicht nach hinten gewährleisten soll. Die FIA ist sich nur nicht sicher, wo der Bildschirm platziert werden soll und auch die Lichtverhältnisse auf dem Bildschirm würden stören. Und jetzt schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keiner meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.